Oh Gott. Da brauche ich noch ein bisschen was. So. Und noch einer. Okay, jetzt. Wow. Wow, ja, wir können genug Blätter machen, das ist gut. Wir brauchen nämlich sehr viele Blätter jetzt. 4, 8. Oh. Okay. Stattdessen, bevor ich jetzt hier alles verwende, machen wir erstmal das hier. Okay. Haben wir was Neues gelernt? Das Pulver. Wow. Da gibt es wieder neue Punktchen. Ein paar wenige. Papier haben wir schon. Wir haben Feder und Tinte noch nicht gemacht. Da gibt es auch mal gute Punkte. Hey, läuft bei uns. Ich lege mal die 12 Papiere rein. Da gibt es immer 2 Forschungspunkte. Die Rüstung. Wow, 10, 10. Oha. Das kann jetzt dauern. Ich hoffe, das gibt genug rote Punkte jetzt. Wir brauchen dringend blaue Stahlrüstung. Wow. Wow. Hilfe. Über 1000 Punkte. Krass. Wie viel würden wir dafür nutzen? Auch wieder 10. Ich will nicht alles in rote Punkte jetzt verwenden. Das ist ja nicht mein Ding. So, dann holen wir uns noch ein paar Blätter. Wir müssten jetzt echt mal schauen, wo wir die blauen Punkte jetzt komplett herbekommen, weil wir haben fast nichts. Und ich würde gerne neue Sachen lernen. Ich würde gerne neue Sachen craften. Und das geht ja so lange nicht, solange wir keine weiteren blauen Punkte bekommen. Okay. Ich lege erstmal die Fledermausflügel hier rein. Eine Geschichte haben wir. Elektrisches Pulver und eine Tinte. So, blauen Schleim haben wir noch. Hier haben wir ein bisschen Glauben, passt. Also, was können wir hier machen? Wasser können wir erforschen. Hanf können wir erforschen. Gibt es irgendwas, was blau gibt? Nein, 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 nein. Oh, eine nächste Leiche. Oh, wir haben die Haut noch nicht erforscht. Alex, ab wann bist du morgen, ab heute wieder... Kravo, was? Du machst mich verrückt. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber morgen weiß ich nicht, wann ich online bin. Ich weiß auch gar nicht... Morgen... Morgen ist erst Dienstag, ja? Oh. Also wenn dann wieder so gegen 19, 20 Uhr oder vielleicht sogar 21 Uhr, so in dem Dreh. Ich bin meistens abends online. Also du weißt ja ungefähr, wann ich immer da war. Aber ja, so meist die Zeit. So, jetzt können wir die erste Leiche wieder seit langem verbrennen. Wenn wir die mal ausgenommen haben. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch. Wir haben jetzt Dienstag. Also gestern war... Alter, bin ich Doubles? Ja, wir haben jetzt Dienstag. Ja, ich denke, erst wenn ich aufwache, ist Dienstag. Also ich... Bisschen andere Zeitrechnung vielleicht. So. Also, ich bin, also heute, also Dienstag, bin ich, wie gesagt, so wieder, ich bin generell so online. Ab Mittwoch dann wahrscheinlich nicht erstmal. Vielleicht dann erst wieder Freitag oder so. Und dann bin ich im Urlaub. Also, da bin ich eine längere Zeit weg, tatsächlich. Okay. Ja, die Leiche ist nicht so gut. Guck mal, ob wir die noch ausnehmen können. Dann unten. Aber wir müssen die dringend exhumieren, weil die bringt halt nigges. Kann hier bleiben. Okay, vielleicht bis heute Abend. Ich bewege mich mal Richtung Waagrechte. Jo, lieber Kravo, gute Nacht. Und danke, dass du da warst. Und du stinkst. Nein. Nein, wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Ich glaube, morgen ist es möglich.
Sollte möglich sein. So, ab auf den Seziertisch. Jawohl, guck mal, da kriegen wir sogar noch... Oh, da kriegen wir sogar noch ein bisschen was ab. Guck mal. Das Blut brauchen wir ja. Jetzt hätten wir auch wieder 3 Punkte mit dem, aber was soll's. Das ist die Leiche jetzt nochmal zu schlecht. Jetzt können wir endlich wieder Dünger herstellen. Mit 10 Asche. Ja, müssen wir halt da hinten hinlegen. Geht nicht anders. Ich hoffe, der Krabo hat das nicht gehört mit dem, was ich ganz am Ende gesagt habe. Sonst wird er ganz traurig reingucken. So. Let it burn. Ein Stinken tut für deinen Bremsstreifen in der Bux. Eier. Der Bremsstreifen ist nur für dich. Der Bremsstreifen. Ja, er hat's verstanden. Er hat's verstanden, Hype. Er hat es nochmal gehört. Wie gesagt. Und nicht so viel am Rote schnupfen. Gell? Nicht so viel da rumschnuffe. Das macht Bäbä. Bis dann, Grabo. Gute Nacht. Gell. Wir haben jetzt mal wieder ein bisschen Asch bekommen. Das kommt hier rein. Immer diese ekligen Männer, gell? Denken sich jetzt hier die ganzen Jungen. Immer diese ekligen Männer. Mit ihren ekligen Geschichten. Die wollen die Leute gar nicht hören. So. Achso, das könnten wir noch wegtun. Ich bräuchte... Haben wir... Ja, wir haben genug Blut. Läuft. 19. Dann hätten wir auch das Blut. Ich mach mich mal. Ja, lieber Krakenwitsch. Wünsche ich dir auch und wir hören uns die Tage. Ich wünsche dir alles Gute. Gute Nacht. Vielleicht bist du ja morgen wieder dabei, falls ich morgen online bin. Schaut einfach mal auf Discord. Auf Discord am besten. Auf Discord schreibe ich dann immer, ob ich komme oder nicht. Ein Eimer mit Blut. So. Achso, der ist noch nicht da, ne? Der kommt noch oder geht er gerade? Ich hoffe, er ist da. Das wäre eigentlich ganz gut. Nope. Dann beim nächsten Mal. Die Mail erzählt es mir immer. Die Mail erzählt es dir immer. Ah, sehr schön. Hyperion, warum kannst du... Habe ich dich... Ich habe dich freigegeben. Ich hab dich aber freigegeben, ne? Merkwürdig. Da muss ich gleich mal wegen den Permissions gucken. Aber das mache ich noch. Dann habe ich noch ein paar Sachen zu machen. Machen wir. Okay, ich suche nach blauen Gegenständen, die wir erforschen können. Grabmäler haben wir noch ein paar. Gears geben rot. Nicht so gut, nicht so gut. Not good, not good. Ich hab sonst nix, ne? Oi, 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 oi. Hombre. Okay. Ich kann wohl nichts mehr Blaues erforschen. Das ist natürlich jetzt auch blöd. Zum Mitschreiben. Kravo, Justin, dein Brot und dein Discord mobben mich. Er hat dein Bot. Wie komme ich auf dein Brot? Ich habe mir gedacht, was hast du gegen mein Brot? Als Friedrich. Friedrich. Mein Brot ist Friedrich. Heißt so. Habe ich einen Namen gegeben. Mein Brot ist Friedrich. Sollte weniger Lack saufen, Alter. Oh, wir können mehrere Grabumrandungen machen. Das können wir ja jetzt mal. Ja. So. Ich hab doch noch Meißel. Geht doch. Ich mach mal ein paar neue Grabumrandungen. Müssen wir die noch einmal erforschen? Ginge das?
Ach so, nee. Aber warte mal, können wir. Nee. Dann machen wir die Grabumrandungen gerade mal. Was ist das denn? Da, steinerne 2. Ich wollte ja ein bisschen mit dem Marmor mehr hantieren. Müssen wir mal gucken, wie wir da drauf kommen. Oh, wir müssen schlafen. Das ist nicht gut. Nee, die haben wir schon. Haben wir schon beendet, okay. Okay. Okay, aber wie gesagt, Hyperion, ich mobb ja keiner. Also ich auf jeden Fall nicht. Habe ich ja nichts von. Und wenn ich was davon hätte, würde ich dich trotzdem nicht mobben. Oh, wir haben Mitternacht. Vielleicht können wir dem guten Kollegen Schnürschuh jetzt den Blut einmal geben. Mal schauen, was wir dann lernen können. Irgendwelche Kultisten-Sachen vielleicht. Vielleicht kriegen wir dadurch mehr blaue Punkte. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mehr Quests machen, merke ich gerade. Ja, guck mal. Als ob wir das gewusst hätten. Oh, Heidenblut. Das sollte funktionieren. Ich mag dich nicht, aber deine Unterstützung wird berücksichtigt werden. Ah, ich habe lange auf diesen Moment gewartet und jetzt ist alles bereit. Wenn du es tun würdest, hätte ich dir schon gesagt. Okay. Du wirst der Erste sein, der seine Rückkehr miterlebt. Eigentlich habe ich gerade viel zu tun, ich gehe jetzt lieber. Bleib, oder du wirst bestraft werden. Na gut. Auro Perino. Soll das passieren? Nein, irgendwas ist schief gelaufen. Laufen eine Menge Dinge schief. Schweig! Ich muss meinen endlosen Notizbuch eine Notiz hinzufügen. Töte den Schriftrollenverkäufer. Dieser miserable Schweine und er hat mir versichert, das wäre eine exakte Kopie der Seite, die ich brauche. Sieht aus, als müsste ich das Buch selbst in die Finger bekommen. Kennst du jemanden von der Universität? Ich kenne ja jemanden, aber der ist Astrologe. Ich glaube, er hat da mal gearbeitet. Was für ein glücklicher Zufall. Du scheinst mir Glück zu bringen. Sollte dir die Hand abschneiden und sie mit mir herumtragen. War nur Spaß. Bring den Astrologen dazu, dir das Necronomicon aus der Universitätsbibliothek zu bringen. Ich bin dir echt was schuldig. Krass. Aber wir können sonst nichts von ihm lernen. Der Typ ist ja nett. Ja. Ist normal. Okay. Also wir können hier irgendwann mal was zu ritualisieren machen. Ja, also wenn ich dich mobben würde, dann hätte ich... Ja, aber warum soll ich dich mobben? Du bist immer wieder herzlich willkommen. Du bist ein netter Mensch. Mit dir kann man gut quatschen. Ja klar, ich schneide auch den Leuten immer die Hand ab. Pff, was glaubst denn du? Denkst du, ich mach das nett? Also wirklich. Welche Sauerei. Okay, ich könnte ja mal ein paar Äpfel ernten wieder. Ich muss mal überlegen, was wir mit den ganzen Äpfeln machen. Weil wir haben jetzt so viele Äpfel, wir kriegen immer 15 Äpfel von so einem Bäumchen. Sondern einen Alien oder einen Baum. Vielleicht bin ich gar kein Mensch, vielleicht, sondern... Hyperion, wärst du ein Alien oder ein Baum, wärst du ganz anders. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, Apfelmus. Ich muss mal gucken, ob es ein Rezept für Apfelmus gibt. Also jetzt mal ernsthaft, weil irgendwie bin ich erschüttert gerade. Ich kann nicht mehr mit mir rumtragen. Wir haben viel zu viele Äpfel. Und viel zu viele Trauben. Was können wir eigentlich noch aus den Äpfeln machen? Weil wir können hier Beerensaft machen. Okay. Beerensaft von Bärenmarke. Fisch können wir damit nicht zubereiten. Wir könnten gebratene Äpfel machen. Du kennst einen Alien? Nicht nur einen. Kohlsuppe, Kürbissuppe. Wir können halt Bratapfel machen, aber... Der bringt ja auch nicht viel. Ich würde den Apfel gerne für was anderes verwenden. Der bringt halt 3 jetzt, so. Ich mache daraus mal Beerensaft. Ich gebe mal Beerensaft. Hä, Beerensaft mit Äpfeln? What the fuck? Ja, habe ich mich auch gefragt. Und dann stand da einfach so das Zeug rum.
Okay, ich muss erstmal mein Inventar ein bisschen leeren. Also ich bringe die güldene Geschichte hier runter. Ich bringe den Meißel mal weg. Den brauchen wir schließlich jetzt gerade nicht. Ich gehe gleich nochmal Beerenbüsche holen. Bei der Kloto. Aber zuallererst muss ich... Hallo? Warum komme ich da nicht vorbei? Muss ich erstmal runter. Und bei den Gräbern nochmal die besseren Gräber austauschen. Das kann ich auch hier hinnehmen. Was bringt das eigentlich? 25, 30, okay. Das bringt also weniger. Passt. Einmal gegessen. Okay, ich habe hier nämlich gute Gräber irgendwo. Also gute Menschen in Gräbern. Hier zum Beispiel. Hier können wir die Grabumrandung wegmachen. Und können gleich noch einen besseren Stein machen. So. Da oben, der hat zum Beispiel gar keinen Grabstein. Geht halt auch nicht. Keine Grabumrandung. Muss halt auch weg. Wer hat dann noch eine schlechte? Hier können wir noch einen Punkt rausholen. Dann kriegen wir gleich eine bessere Friedhofsbewertung. So, der hat jetzt 5. Oh Gott, ich werde noch so viel machen müssen hier. Meine Güte. Und wir sollten mal wieder... Ah, können wir die Technologie schon holen? Wie hieß es nochmal? Goldnase? Goldgeruch. Da brauchen wir wieder 100 blaue Punkte. Woher kriege ich denn die blauen Punkte? Irgendwie ist das hier so eine Krux. Das Einzige, was man die ganze Zeit nicht bekommt, sind blaue Punkte. Ich weiß nicht. So, die können wir abarbeiten oder wegarbeiten. So, und die können wir wegarbeiten. Können wir gleich die besseren machen? Oh, sorry. Ich glaube, ich muss einfach viel mehr Gräber anfertigen. Und dann läuft der Lachs schon von ganz alleine. Und ich muss mal alle hier, ja. Irgendwo hatte ich nochmal. Hatte ich hier nicht nochmal? Nee. Ich habe gedacht, ich habe hier irgendwas liegen lassen. Nee, ne? Nein. Hier habe ich noch ein paar Gebete, aber die brauchen wir alle nicht. Ich würde damit jetzt erstmal in die Stadt gehen. Ich will die mal loswerden. Und den Typen von der Bibliothek müssen wir ein Tagebuch, dieses Tagebuch bringen. Ah. Wie kann ich dieses Tagebuch holen? Weil wir verbrennen da ja eindeutig. Das ist eine gute Frage. Gehen wir erstmal zum Totenpferd. Ich grüße Zügel, meine lieben Zügel, helfen mir bei meinen Geschäften. Wie meinst du das? Ich serviere Zügel und Zwiebeltoast, so kann ich mehr Bier verkaufen. Ich glaube, die gehören einfach zusammen. Wenn du Zügel magst, kann ich dir beibringen, wie man ein paar Zwiebelgerichte zu kochen. Aber denk dran, immer schön zusammen mit Bier. Haha. Krass. Cool. Mir nichts, dir nichts. Okay. Bei dem können wir ja auch schon alles kaufen. Ich habe so ein paar Sachen noch im Kopf, die wir machen müssen. Also... Ich weiß noch nicht, mit was wir anfangen wollen. Ich könnte von Kloto jetzt die Bärenbüsche holen, aber ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Ich würde tatsächlich lieber diese Paletten hier auffüllen. Also, weil hier kriegen wir wenigstens ein bisschen was her. Und wir bauen recht viel an. Zeitgleich bräuchten wir aber auch langsam mal wieder Asche. Wir gucken mal, wie wir das jetzt machen. Ich stelle jetzt erstmal die Asche her. Habe ich giftige Lösung? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Wie heißen die nochmal? Ah, ich habe sogar 6. Perfekt. Ich würde jetzt gerne den Kompost da herstellen. So, meine Güte. Ich habe heute echt Wortfindungsstörungen. So ist das immer wieder mit mir. Vergesse mal alles. Ah ne, jetzt müssen wir erstmal Geschmacksverstärker herstellen. Achso, da können wir gar nicht mal so viel mitnehmen. Oh, oh, oh. Das wird wenig.
Ja, 6. Wir können nur 30 Dinger machen. Das wird knapp. Müssen wir uns nochmal was überlegen. Weil ich will halt echt langsam mal die besten Gerichte mal herholen. Oder errichten oder machen. Und was ich wollte, sind Trauben. Also mit Traubenkernen dann endlich mal Weinstöcke machen. Weil der Inquisitor würde gerne ja einmal silbernen Wein haben für seine Wachen. Mit diesem silbernen Wein könnten wir vielleicht langsam mal den Friedhof freischalten. Also den zweiten Teil des Friedhofs, weil das ist ja auch so ein Problem. Vielleicht kriegen wir dann dadurch irgendwie nochmal ein Upgrade oder so. Ja, ist gar nicht mal so einfach. Jo, haben wir das auch fertig. Dann können wir das auch wegbringen. So, und wir sollten langsam den Friedhof echt aufbessern, weil die Kirche ist fertig, nur der Friedhof ist nicht fertig. So. 30 haben wir, jetzt können wir wieder anpflanzen. Ich muss mal schauen, was wir für diese Kartons, für diese Kisten da brauchen, die wir verkaufen können. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Ich mach das jetzt erstmal mit den Kisten. So. Ich hab da nur noch 10, krass, wenig. Gemüsekisten. Wir bräuchten Nägel und einfach nur Balken. Können wir auch gerne hier anfertigen und einfach mal hier in so einem in so einer Kiste lassen. Also ich meine, ich brauche ja unten jetzt nicht so viele Balken. Würde ich einfach mal so einen großen Teil hier einfach mal wegsnacken. Jetzt brauche ich aber Nägel. Ich merke schon, woran es mangelt. Ich mache nochmal ein paar Nägel. Ein paar Nägelchen. Dann lackieren wir sie noch und dann sieht es besser aus. Und Eisenstücke. Also wir haben ja generell kaum Eisenstücke. Komm, die machen wir noch fertig. So, dann haben wir das auch. Badam, bam, 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 bam. Achso. Wir brauchen erstmal die Kiste. So. Was ist das eigentlich für ein Symbol? Für so ein internationales Symbol der Scham oder was auch immer ist. Passt. Und Balken. Das ist gut. Dann können wir endlich die Kisten fertigstellen. Das ist ja, glaube ich, so mitunter das Schlimmste. Dass wir diese Kisten nicht verkaufen können und wir dadurch vom Kollegen Schnürschuh da die ganze Zeit gesagt bekommen. Also, wir bekommen nichts von ihm gesagt, aber wir bekommen halt auch kein Geld und das ist halt nicht so gut. Und das sollten wir langsam mal, ja. Also wir sollten langsam mal die Verkaufsmöglichkeiten nutzen, die uns eigentlich hier gegeben sind. Wie soll erfrischt? Ja, nicht. Und wir sollten mehr Leichen verbrennen. Und wir brauchen mehr Stücke. Okay. Aber wir können ja jetzt hier so Gemüsekistchen machen. 2. Wir brauchen ja im Moment nur 3. Mehr können wir nicht verscherbeln. Ernsthaft, ich muss die so tragen. Alter. Kann er die nicht abholen? Muss ich jetzt mit diesen blöden Dingern umherlaufen? Alter. Ist nicht dein Ernst. Na, vielleicht können wir uns gleich nach Traubenkern umschauen und die Trauben gleich. Ja. Mal pflanzen. Und den Müller bräuchten wir langsam mal. Weil der Müller macht zurzeit nichts. Ah, ich glaube, der Müller wird ein Teil von diesem Geschäftskonzept sein. Glaube ich jetzt mal. Behaupte ich jetzt mal. Okay, jetzt haben wir die eine Kiste. Zack. Ah, guck mal. Verkaufen wir die erste silberne Kiste schon. Hey. Ich guck mal, ob hier Leute noch sind, von denen wir was kaufen können. Ne, die sind schon alle gegangen. Okay, ist nicht schlimm. Tschüss. Dann gehen wir einmal rüber. Schubeliwupp. Machen die zweite Kiste fertig, bringen wir die rüber. Vielleicht machen wir noch eine Kiste und bringen die rüber. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen 7 Kisten verkaufen sogar. Boah, ist schon viel. 7 Kisten sind schon viel.
Also wir können jetzt 3 fertig machen, nochmal 3, dann müssen wir 3 Wochen warten, bis wir endlich unsere Belohnung kriegen. Ja, nein. Diese. Und wir sollten gucken, wir müssen ja hier noch was kochen. Warte mal, ich guck mal, weil der hat das ja gefordert. Wir brauchen Omelette und Spiegelei. Wie machen wir denn Omelette und Spiegelei? Also wir brauchen Eier. Das steht schon mal fest. Spiegelei. Wir können doch kein Omelette machen. Doch, Omelette. 3 Eier und Milch. Und ein Ei. Wow. Alter, was will der Typ denn noch von uns? Finde ich nicht cool. Finde ich echt gar nicht cool. Wir sollten auch mal gucken wegen dem Verkauf hier. Oh, ja, 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 ja. Huch. Weil das lohnt sich so gesehen. Also wenn wir so viel rumlaufen müssen. Das kostet ja so viel Geld. Und davon ist der Inquisitor. Achso, ja. Klar, wir können auch keine Kerne kaufen, weil... Ja. Ah, ja, 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 ja. Okay. Wir könnten theoretisch jetzt noch eine Kiste bauen und die hinlegen schon mal. Der Typ kommt halt erst in 3 Tagen wieder. Wir könnten auch das Silber schon mal fertig machen. Und das Gold. Wir könnten ihm das ja dann verscherbeln. Also dem Kollegen da. Nehmen wir die Kohle mit. Brennstoff bitte rein. So, hast du genug? Brenn mal die Dinger hier bitte. Danke. Dann gehen wir hier drauf und geben dem auch nochmal ein bisschen Heizung. Als ob wir nicht genug Kohle hätten. Also Kohle in dem Sinne haben wir auch nicht. Das brauchen wir noch. Ich müsste mal die Gräber verschönern. Das ist jetzt gerade richtig. Ich bin hart am struggeln, was wir als erstes machen sollten. Ich würde erstmal anpflanzen sagen. Das braucht eher am längsten. Na, guck mal. Oh, wir haben so viele goldene. Krass. Alter, wir werden jetzt so viel machen. Uiuiuiuiui. Ich würde fast ausschließlich nur die goldenen nehmen gerade. Also an Zwiebeln wird es uns nicht mangeln. Okay, dieses Zeug hier wirkt echt Wunder, ey. Nee, das passt nicht. Machen wir noch die Kürbisse. Kürbisse, die könnten uns noch was bringen. Hier haben wir noch einen Kürbis. Noch einmal Kürbis. Dann machen wir noch einmal den hier. Okay, und hier kommen jetzt die Linsen dran. Oh, wir könnten 2-mal goldene Linsen schon wieder machen. Alter. Okay. Wir sollten uns überlegen, Stöcke zu holen für die, Wir machen das so. Ich mache jetzt mal die Holzscheite hier wie bekloppt. So. Und, die können wir dann runterbringen und dann holzen wir wieder, Bäume ab. Und wenn wir Bäume wieder abholzen, bringt das wieder Holzscheite, beziehungsweise auch, wie heißt das? Stöcke, weil wir brauchen viel mehr Stöcke. Also es geht uns gerade echt aus. Ach, guck mal, jetzt haben wir schon den ersten Silberbarren. Tja. So. Einen Silberbarren. Ja, auf geht's. 1, 2, 3. So, 2 Holzstückchen, das ist nicht viel. Wie können wir am schnellsten Holzstücke bekommen? Weil ich holze jetzt natürlich hier den ganzen Wald ab.
Und ich habe 5 Holzstücke bekommen. Am Anfang haben wir so viele gehabt. Und jetzt gehen die weg wie sonst was. Wow. Oh Gott.